So, wir sind jetzt irgendwo angekommen. Ich habe keine Ahnung. Wo sind wir, Oskar? In der Universitätsstadt Barockstadt, Kate Walker. Müssen wir hier unbedingt anhalten? Ja, dies ist eine notwendige Bedingung für das Fortsetzen der Reise. Ja und? Worauf warten Sie? Finden Sie einen Weg, sie wieder aufzuziehen? Ich vermute, dass es irgendwo in diesem seltsamen Bahnhof einen Mechanismus dafür gibt. Ich habe nichts derartiges gesehen, Kate Walker. Wir müssen uns erkundigen. Die hohe Luftfeuchtigkeit schadet meinen empfindlichen Zahnrädern. Ich werde also im Inneren der Lokomotive auf Sie warten. Sie Angsthase. Das war ja klar. Oskar, wir haben ein ernstes Problem. Wie sollen wir unsere Reise fortsetzen, wenn der Zug streikt? Sehen Sie eine Lösung? Für jeden Fehlermechanismus gibt es eine Aufziehvorrichtung, Kate Walker. Suchen Sie weiter. Gut. Wollen wir hoffen, dass Sie recht haben. Ich sehe, ob ich etwas finden kann. Okay. Dann müssen wir uns wohl hier umgucken. Und ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Ich gehe erstmal hier lang. Aber es ist auf jeden Fall schon ganz anders hier, voll cool. Mit den ganzen Palmen und den Vögeln, die hier rumfliegen. Und es gibt hier auch wieder viel zu sehen. Ein relativ, ja, großer Bahnhof. Erstmal so auf den ersten Blick. Und hier liegt etwas und gleich reden wir mit diesem netten Herrn. Aber hier ist die Musik definitiv auch anders. So einen Haken haben wir bekommen. Okay. Kannst du mir denn sagen, ob es hier so eine Vorrichtung gibt? Guten Tag. Sie sind mit dem Zug angekommen, nicht wahr? Ja, ich komme aus Valladolid. Oh, ich habe schon lange keinen Zug mehr gesehen. Bringen Sie Studenten? Nein, ich reise allein. Fast jedenfalls. Oh, ich erinnere mich noch. Zu Herbstbeginn kamen die Züge voller junger Leute aus der ganzen Welt, die Zoologie, Botanik, Paläontologie und all diese Sachen studieren wollten. Das hier war eine große Universität. Und heute nicht mehr? Ah, heute. Ich bin übrigens Kate. Sind Sie schon lange der Bahnhofsvorsteher von Barockstadt? Ich habe nie was anderes gemacht. Sind Sie für diesen Zug verantwortlich? Nein, das heißt, ich weiß nicht genau. Wollen Sie in unserer berühmten Universität Ihre Kenntnisse vertiefen? Ja und nein. Ich bin immer auf der Suche nach Informationen. Oh, viel scheinen Sie ja nicht zu wissen. Und Ihr Zug, der wird dort, wo er gerade steht, stören. So viel ist klar. Ich bin Anwältin und mit einer etwas ungewöhnlichen Untersuchung betraut. Eine Untersuchung? Wissen Sie, ich bin nur ein einfacher Bahnhofsvorsteher. Ich kann Ihnen nichts sagen. Man kann nicht wissen. In dieser Angelegenheit kann jeder irgendwie wichtig sein. Also ich weiß von nichts. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Okay, der hat ein bisschen Angst vor Anwälten, kann das sein? Wissen Sie, wo ich eine Anlage finden kann, um meine Lokomotive wieder aufzuziehen? Nicht in diesem Bahnhof. So viel ist sicher. Aber vielleicht Richtung Mauer. Wollen Sie länger hier bleiben, Fräulein? Nein, das heißt, ich weiß nicht. Ein, zwei Tage, länger nicht. Wissen Sie, ich muss die Lokomotive aufziehen, um meine Reise fortsetzen zu können. Naja, wenn Sie länger hier bleiben, bringen Sie mich in Schwierigkeiten. Ein Zug, der hält an, fährt weiter, das ist Vorschrift. Außerdem stört Ihre Maschine die Vögel. Vielleicht können Sie mich zur Mauer begleiten. Zu zweit finden wir sicher schneller etwas, womit ich meinen Zug aufziehen kann. Mein liebes Fräulein, die Vorschriften sind eindeutig. Ich darf diesen Bahnhof nicht verlassen. Und ich möchte keinen Ärger mit den Herren der Universität bekommen. Verstehen Sie das? Aber der kann uns doch als Bahnhofsvorsteher mal kurz helfen, oder? Dann fahren wir ja auch wieder weiter und das würde allen weiterhelfen, glaube ich. Ich fühle mich hier ein wenig verloren. Ich bräuchte dringend Ihre Hilfe.
Wenn Sie eine Auskunft wollen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sagt Ihnen zufällig der Name Hans Vorarlberg etwas? Uff, was glauben Sie denn, bei all den Leuten, die durch diesen Bahnhof gekommen sind? Es tut mir wirklich leid, dass ich Ihren Bahnhof blockiere, aber der Federmechanismus, der die Lokomotive antreibt, muss neu aufgezogen werden. Eine aufziehbare Lokomotive? Wie ungewöhnlich. Und nicht gerade praktisch. Oh, ich habe immer davon geträumt, einmal Zug zu fahren. Aber jetzt bin ich wohl zu alt dafür. Und dann sind da die Vögel. Ich muss mich um sie kümmern. Der ist noch nie mit dem Zug gefahren? Okay. Alle diese Vögel, noch dazu in einem Bahnhof. Erstaunlich. Dies ist nicht nur ein einfacher Bahnhof, mein Fräulein. Die Vögel bilden die berühmte ornithologische Sammlung der Universität Barockstadt. Ja, und in dieser Voliere fanden die erstaunlichsten Arten aus allen Teilen der Welt ein neues Zuhause. Und ich bin nicht nur Bahnhofsvorsteher, sondern kümmere mich gleichzeitig um meine gefiederten Gäste. Keine leichte Aufgabe, das können Sie mir glauben. Das glaube ich Ihnen gerne. Das Schwierigste ist, die Harmonie unter all diesen Arten aufrechtzuerhalten. Wissen Sie, einmal brachte ein Forscher von einer Reise nach Amazone ein Kuckucksbärchen mit. Und das war keine gute Idee? Oh, eine bedauerliche Idee. Wie alle Kuckucks legt auch dieser verfluchte Vogel seine Eier in die Nester anderer Arten. Und noch dazu wirft er alle anderen Eier aus dem Nest, damit nur sein Ei bebrütet wird. In der Tat ein recht egoistischer Vogel. Und Sie können nichts tun, um ihn daran zu hindern? Ja, die Fakultät erklärte, dass dieser Vogel aufgrund seiner Seltenheit geschützt werden müsste. Nur dank unseres mechanischen Adlers konnten wir das Desaster in Grenzen halten. Sie haben hier einen Automaten? Ja, ein kleines Wunder, das auf Schienen durch die Luft gleitet und von Zeit zu Zeit die Eier des Parasiten einsammelt. Aber leider funktioniert der Adler schon seit vielen Jahren nicht mehr und es ist mir unmöglich, die Eier selbst einzusammeln. Warum? Warum? Ich traue mich nicht mehr auf die Brücke. Vor ein paar Monaten bin ich von da oben runtergefallen und habe mir sehr weh getan. Seitdem wird mir schwindelig, wenn ich nur nach oben blicke. Oh, Sie Ärmste. Das muss sehr unangenehm sein. Ja, und die Kuckuckseier stapeln sich in den Nestern. Die Rektoren werden das irgendwann mitbekommen. Und dann gibt's Probleme. Ach ja, das alles ist nicht so einfach. Wir müssen ihm doch bestimmt dabei helfen. Ich werde Sie nicht länger belästigen, Herr Bahnhofsvorsteher. Willkommen in Barockstadt, mein Fräulein. Danke, danke. Aber du bist trotzdem keine große Hilfe, mein Lieber. Dann werde ich mir woanders Hilfe suchen müssen. Und er meinte, der aufziehbare Mechanismus sei vielleicht an der Mauer. Also mehr in diese Richtung. Aber das wäre leider ein wenig weit vom Zug weg. Oh, guck mal, Mammuts. Das hätte Hans bestimmt ganz toll gefunden. Oder sind das nur gewöhnliche Elefanten? Ich glaube nicht. Ich glaube, das waren Mammuts. Dieses Gefährt sieht wie der Zugaufzieher aus, den ich im Bahnhof von Valladolid benutzt habe. Ich muss irgendwas finden, um die Lok hierher zu bekommen. Okay. Das wird aber nicht so einfach werden. Aber sie kann da jetzt auch noch gar nicht drauf. Okay, und ich glaube, vorne zum Tor müssen wir auch noch nicht. Aber es sieht echt, ja, diese Mauer finde ich auch ein bisschen sehr isolierend für eine Stadt. Und hier ist schon alles kaputt. Also es wirkt nicht gerade wie die lebendigste Stadt. Gerade wenn die Uni jetzt vielleicht auch nicht mehr so das Highlight ist.
ja, auch ein wenig trostlos und einsam hier. Abgesehen von den Vögeln. Und die Musik ist... Kelpoka, kommen Sie bitte. Ich muss Sie über etwas informieren. Okay, Oscar, ich komme ja schon. Kate Walker? Der war ja regelrecht panisch. Ich höre. Worum geht es, Oscar? Eine Nachricht ist für Sie eingetroffen. Eine Nachricht? Es handelt sich um eine Vorladung der Rektoren. Diese sind die höchste Instanz der Universität. Sie wünschen, Sie zu sprechen. Mich? Ja, den Verantwortlichen für diesen Zug. Auf einmal bin ich dafür verantwortlich. Und warum wollen diese Herren mich sprechen? Das geht aus der Nachricht nicht hervor. Nur, dass es sehr wichtig ist. Okay. Ich hätte mich sowieso früher oder später in die Stadt begeben. Aber dann werden wir das wohl mal tun. Ist das hier eigentlich der Kohlewaggon? Wahrscheinlich, oder? So, dann gehe ich mal hier rüber. Und dadurch. Dann gucken wir uns mal die Uni an. Ja, hier der Vorgarten schon sehr, ja, sehr geregelt, sehr gestutzt. Ich glaube, dann gehe ich wirklich erst einmal rein zu den Rektoren. Oh, wer bist du denn? Ist das ein Officer? Guten Tag. Hallo, Süße. Wie läuft's? Mann, sind das Augen. Und das Fahrgestell ist auch nicht ohne. Wie war das? Für wen halten Sie sich eigentlich? Oh, und Charakter hat sie auch noch. Auf sowas fahre ich ja gerade ab. Los, ich spendiere einen Kaffee. Habe ich Sie um irgendwas gebeten? Nur nicht so schüchtern. Ich sehe doch, dass du darauf scharf bist. Vergiss es, Bubi. Geh lieber wieder in der Sandkiste spielen. Oh mein Gott. Echt mal, lass mich in Ruhe. Aber ich glaube, hier kommen nicht allzu viele Frauen vorbei. Und kann. Von daher musste er es wohl probieren. Okay. Hier sind schon mal irgendwelche Skelette. Wow, so ein großes Mammut-Skelett. Ich glaube, ich gehe mal links lang. Muss ich hier hin? Es sind auch riesige Türen und überhaupt ist hier alles riesig. Natura non facit saltus. Non facit heißt tut nicht, macht nicht. Die Natur macht nicht, macht keine Fehler oder so. Ich habe keine Ahnung, was saltus heißt. Animi, Geist, Doctus, okay. Hier ist die Bibliothek, deswegen gehe ich erst einmal wieder raus. Denn ich muss ja ein Wörtchen mit den Rektoren sprechen. Ich glaube, hier sind wir richtig. Das sieht eher aus wie in so einem futuristischen Film mit Aliens oder einer anderen Menschheit. Ganz weird für eine Uni.
Guten Tag, meine Herren. Worum geht es, junge Frau? Was verschafft uns die Ehre Ihres Besuchs? Fassen Sie sich bitte kurz. Wir können Ihnen nicht viel Zeit widmen. Die Rektoren dieser Universität haben wichtige Funktionen wahrzunehmen und ihre Zeit ist kostbar. Mir wurde mitgeteilt, Sie wünschten, die Person zu sprechen, die für den Zug, der im Bahnhof steht, verantwortlich ist. Darf ich fragen, was es mit dieser Vorladung auf sich hat? Wir fragen uns, warum Ihr Zug nicht weiterfährt. Das Ganze ist höchst ärgerlich. Die Vorschrift sieht in der Tat vor, dass Züge kommen und gehen, nicht dass sie am Bahnsteig stehen. Ein Zug hält an und fährt weiter, das ist die Vorschrift. Wir sind uns darin einig, teure Kollegen, dass wir es hier mit einem höchst ungewöhnlichen Verhalten zu tun haben. Die ganze Sache ist äußerst beunruhigend. Es ist ein mechanischer Zug. Er muss nur neu aufgezogen werden. Leider gibt es im ganzen Bahnhof nichts, was mir weiterhilft. Ein aufziehbarer Zug? Wie merkwürdig. Wie amüsant, würde ich eher sagen. Eine Art mechanisches Spielzeug also. Mein Fräulein, Sie strapazieren unsere Geduld. Ich hoffe sehr, dass ich an der Mauer das finden werde, was ich benötige. An der Mauer? Junge Frau, von diesem Ort ist stark abzuraten. Besonders einer jungen Frau. Verstehen Sie uns nicht falsch, mein Fräulein. Wir sind nur zu froh, dass dieses Bauwerk existiert. Denn ihm verdanken wir, dass unsere gute alte Universität und mit ihr die Lehren, die hier vermittelt werden, die Jahre unversehrt überdauert haben. Die Mauer schützt uns vor dem Unbekannten, das uns bedroht. Gott schütze uns vor dem, was sich auf der anderen Seite dieses Bollwerks befindet. Glauben Sie uns. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss meine Reise fortsetzen. Wir beglückwünschen Sie zu dieser Entscheidung im perfekten Einklang mit unseren Vorschriften. Also wird Ihr Zug nun doch weiterfahren. Ja, und so unsere Geduld nicht länger strapazieren. Ja, Jungs, ihr seid lustig. Ich bin übrigens Kate Walker. Ich habe mich Ihnen noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Kate Walker. Walker? Walker? Hatten wir nicht mal eine Walker? Magister in Ethnologie, September 1953, wenn ich mich recht erinnere. Ganz richtig, Herr Kollege. Aber mit Verlaub, einen Walker, nicht eine. Erinnern Sie sich? Bill Walker, Prüfung im Juni 68. Der dreiste junge Mann kam in Blue Jeans zur mündlichen Prüfung und verstieß damit gegen die Prüfungsordnung, die eine Uniform vorsieht. Eine skandalöse Provokation. Aber wir haben seither ganz andere Fälle gehabt. Ah, die jungen Leute. Keinen Respekt mehr vor Tradition und wahren Werten. Tradition, junge Frau. Die Tradition muss gewahrt bleiben. Ja, die Jugend von heute. Ja, kein Wunder, dass hier kein Mensch mehr studieren möchte mit diesen hinterwäldlerischen Ansichten. Wissen Sie, ich hatte gar nicht vor, hier zu halten. Aber die Antriebsfedern der Lokomotive sind ausgefallen. Verstehen Sie? Nein, nicht ganz. Sie sind also keine Studentin? Sie sind etwas spät dran, junge Frau. Die Einschreibungen für dieses Trimester sind schon vorbei. Aber als Rektoren dieser Universität und in dieser Eigenschaft Vertreter der leitenden Behörde können wir eventuell veranlassen, dass eine kleine Ausnahme gemacht wird. Nein. Ich bin Anwältin. Ich komme aus New York. Genauer gesagt aus Valladolid. Mein Kunde hat die Absicht, eine Fabrik für mechanisches Spielzeug aufzukaufen, aber der Erbe, der nun doch nicht tot ist, soll sich irgendwo in Sibirien aufhalten. Er muss den Kaufvertrag gegenzeichnen. Verstehen Sie? Kaum. Was für eine merkwürdige Geschichte. Eine unangenehme Geschichte. Falls Sie Ihre Meinung noch ändern sollten, wir haben ausgezeichnete Juraprofessoren. Bin ich jetzt hier stehen geblieben? Ich denke... Sagt Ihnen der Name Hans Vorarlberg zufällig etwas? Ah, eines der kuriosesten und brillantesten Elemente, die unsere Universität kannte. Hans Vorarlberg. Ich erinnere mich, ihn einmal angesprochen zu haben. Ich war damals selbst noch Student. Er antwortete mit einem langen, versunkenen Blick. Geredet hatte er kaum. Aber wie könnte man diese Person vergessen? Kurios, ja, aber nicht brillant. Wir wollen mal nicht übertreiben. Er war nicht in der Lage, auch nur eine Prüfung abzulegen und beschränkte sich darauf, nur einigen Vorlesungen beizuwohnen.
Paläontologie hauptsächlich. Seine krankhafte Leidenschaft für Mammuts entsprach, sagen wir, seinem prähistorischen Hirn. Prähistorisch? Wie können Sie es wagen? Ein bisschen verrückt, vielleicht. Aber seine intellektuellen Höhenflüge haben nur die verstanden, die sich nicht an Äußerlichkeiten festhalten. Sie ziehen da etwas voreilige Schlüsse, mein lieber Kollege. Meine Worte sind gut durchdacht. Nun ja, in jedem Fall war er etwas merkwürdig. Wenn mein Vater, der damalige Rektor der Universität, nicht so verständnisvoll gewesen wäre, hätte Hans Vorarlberg uns schnell wieder verlassen. Und der Musikpavillon? Das Werk eines Verrückten? Ich bitte Sie, nach all den Jahren sind Sie immer noch neidisch. Teure Kollegen, ich bitte Sie, wir sind ja nicht unter uns. Und was wollen Sie von Hans Vorarlberg, mein Fräulein? Sind Sie verwandt? Nein, nein, ich suche ihn, um eine Erbschaftsangelegenheit zu regeln. Ist er noch hier? Haha, hier an der Universität? Oh nein, er hat uns schon vor langer Zeit verlassen. Vor langer, langer Zeit. Es war das Jahr, als ich zum Rektor ernannt wurde. Fast 50 Jahre ist es her. Als er alles wusste, was es über Mammuts zu wissen gibt, ist er gegangen. Ach ja, die Universität ist seither nicht mehr das, was sie vorher war. Das werden Sie zugeben müssen. Besser ist sie seitdem, jawohl. Die skurrilen Ideen dieses Spaßvogels waren in unseren ehrwürdigen Mauern völlig deplatziert. Meine Herren, ich bitte Sie, bewahren wir die Ruhe und den Takt, die unserer Funktion angemessen sind. Interessant. Hans war also definitiv hier. Dann sind wir schon mal auf der richtigen Spur. Entschuldigen Sie bitte? Mein Fräulein, die Präsenz Ihres Zugs und dessen augenscheinliche Unbeweglichkeit stellt uns vor große Probleme. Ja, das Ganze ist höchst ärgerlich. Ihre große Lokomotive ist äußerst störend. Ein Zug muss anhalten und weiterfahren. So lautet die Vorschrift. Okay. Der Volierenbahnhof ist wirklich ein höchst interessantes Konzept. Er ist in der Tat der Stolz unserer Universität. Eine der Spezialitäten, die hier gelehrt wird, ist die Zoologie, verstehen Sie? Die Ornithologie, um genau zu sein. Und ein fundiertes Wissen erwirbt sich nicht nur in Büchern. Die Beobachtung der Natur ist untrennbar mit der theoretischen Lehre verbunden. Wir haben hier übrigens ein paar sehr seltene Exemplare, die leidenschaftliche Forscher von ihren Erkundungsreisen in exotische Regionen speziell für die Universität nach Barockstadt brachten. Erinnern Sie sich an Alexandre Valenbois und seinen merkwürdigen Vogel? Oh ja, natürlich. Ein Geschenk, das sich mit der Zeit als problematisch herausstellte. Ein Geschenk mit Nachwirkungen, in der Tat. Aber es hätte noch sehr viel schlimmer kommen können. Ja, sehr viel schlimmer. Okay, das war jetzt ganz schön viel Gequatsche. Ich verabschiede mich. Wir reden und reden. Dabei ist bereits Teestunde. Schon? Mein Gott, wie schnell die Zeit vergeht. Wir sind sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben, junge Frau. Ich danke Ihnen vielmals, meine Herren. So, dann ist wohl jetzt unsere Vorladung vorbei. Das Ganze sieht auch wirklich hier mehr wie so ein Gerichtssaal aus. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und werden dann ein bisschen weiter Barockstadt erkunden. Bis dann!